Statt dem Zahnstocher einen Feuerstahl im Victorinox-Messer. Die Idee ist wirklich top. Dass das bei mir nicht geklappt hat und das Teil auseinandergebrochen ist, und zwar zweimal, liegt wahrscheinlich an mir. Aber wenn du wissen willst, was ich überhaupt ein und was das für dich bedeutet, dann bleib dran. Hallo, willkommen, das ist der René Rossmann vom Survival Show Problemskunst. Schön, dass du dabei bist. Die Idee ist ja wirklich bestechend einfach und toll. Ich habe das selbst vor Jahren auf Kickstarter gesehen, dass man eben den Zahnstocher rauswirft und den Feuerstahl reingibt, und das ist eine gute Sache. Der sitzt fest, da kann auch nichts rausfallen. Super. Und wenn man ihn braucht, nimmt man ihn raus und kann mit dem Sägerücken hier, der ist nämlich scharf beim Victorinox-Messer, den anreiben und alles ist gut. Eine gute Sache. Made in USA. Da ist die Verpackung dazu. Und ich muss gleich dazu sagen, ich habe das nicht selbst gekauft, sondern ein Zuschauer, ein treuer Zuschauer, ein toller Mensch, hat mir das zugeschickt, und zwar zwei Stück davon, und hat gesagt, Reini, test das Ganze mal. Und ich habe deinen Namen vergessen und ich habe den Brief verloren. Bitte schick mir eine E-Mail an reinet@überlebenskurz.at. Ich mag dir nämlich mein neuestes Buch, die Selbstversorgerpflanzenbibel, als Geschenk zurückschicken. Tut mir leid, also mir eine E-Mail schicken. Aber, und jetzt ist der Punkt. Er hat in den Brief geschrieben, und da kann ich mich noch genau erinnern, dass ihm die abbrochen sind. Er hat auch zwei ausprobiert und die sind ihm beide abbrochen. Und er hat sich schon gedacht, ob er irgendwie einen Knall hat, ob er einfach unfähig ist, einen Feuerstahl zu bedienen. Und das glaube ich nicht, denn, weißt du, mir ist das auch passiert. Und zwar auch mit beiden. Ich nehme ihn raus und denke mir, naja, abreißen, das wird... Kann doch nicht sein. Und reibe an und nach ein paar Mal, wirklich nicht oft, bricht der erste ab. Und ich denke mir, das kann nicht sein. Das kann doch jetzt wirklich nicht passiert sein, dass das abbrochen ist. Und nimm den zweiten. Und jetzt ärgere ich mich, weil ich die Kamera dann nicht gleich eingeschalten habe. Das wäre nämlich super gewesen, damit man das auch wirklich dokumentiert hat. Aber hat mir einfach geärgert und nehme den zweiten. Und zwar war dann behutsam, habe mir gedacht, okay, vielleicht bricht der auch ab. Nach 2-3 Mal. Und da habe ich mir gedacht, okay, ich bin unfähig. Ich bin wirklich, wirklich, wahrlich unfähig. Und habe dann im Netz ein bisschen recherchiert und ich bin nicht der Einzige. Also wir sind nicht die Einzigen. Du Unbekannter, der mir das geschickt hat. Wir sind nicht die Einzigen. Es geht auch anderen so. Aber, und da muss man, und da wird jetzt auch manchmal diskutiert, ob das nicht der Klumpert ist und ob man das mag alles sein. Und dass das natürlich nicht top ist und nicht für die Sache spricht, das ist klar. Aber auch mit so einem kleinen Feuerstählchen sollte man eigentlich ein Feuer hinkriegen. Oder? Ich bin ja der Meinung, dass das ein Survival-Tool ist, also ein Überlebenswerkzeug für Notsituationen. Weil ein Bushcrafter, der wird mit einem großen Feuerstahl kommen, aber sei es drum. Und daher habe ich jetzt den wasserdicht verpackten, besten Survival-Zunder, den man so dabei haben kann, mitgenommen. Und ja, das, mit dem geht das natürlich super. Und das brauchst du im Endeffekt auch. Also speziell mit so einem kleinen Feuerstahl, auch wenn er da, besonders wenn er da abbrochen ist, wird es das anders ganz einfach nicht spielen. Und es ist halt ein bisschen ein Problem. Gut. Also, ich will vielleicht auch kurz beschreiben, wie mir das passiert ist. Der ist ja normalerweise länger, dieser Feuerstahl. Und ich habe ihn aufgesetzt. Und krack, beim ersten Mal, also habe ich ihn 45 Grad so aufgesetzt. Ne, oder ungefähr so 50 Grad. Und dann beim nächsten Mal habe ich ihn eh komplett aufgestellt. Also 90 Grad nach unten, so richtig so senkrecht. Und auch da ist er abgebrochen. Also das will anscheinend nicht. Gut, machen wir das. Komm, warte. Jetzt habe ich gesagt, dass du der beste Survival-Zunder überhaupt bist und dann blamierst du mich so. Gleich. Ne? Ist nicht heiß genug, was da rauskommt bei dem Ding, aber jetzt brennt es. So. Und dann noch den restlichen Teil der Watte und dann geht's. Also, du brauchst wirklich aufbereiteten Zunder dafür und da musst du dir auch dann wirklich Zeit lassen und Zeit geben. Ich will nicht sagen, dass das nicht mit trockenem Gras gehen würde oder mit Kinnspan, will ich alles nicht sagen, nur das braucht dann noch einmal eine besondere Aufbereitung, weil du hast jetzt gesehen, ich habe doch ein bisschen herumgetan, um so einen Pipifax-Zunder, nämlich einen Tampon anzuzünden, und wenn das schon Bärt, wie man in Österreich sagt, also Probleme macht, dann ist dann immer, umso schwieriger der Zunder anzuzünden ist, umso weniger einfach ist das möglich, aber so ist das halt. Ja, was ist nun mein Fazit? Ich meine, insgesamt eine wunderbare, eine wirklich klasse Idee. Ich glaube sogar, dass
dieses grüne Ding da, da vorne, kann man wieder scharf schalten? Sie will nicht scharf schalten. Ah, jetzt tut sie es. Dass das sogar glüht, also glow in the dark. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Wenn nicht, schreibt mir einen Kommentar, wie ich es besser aussprechen soll. Aber der Punkt dabei ist, wenn es angeleuchtet ist, leuchtet danach. Das ist wirklich gescheit. Das ist, ich finde, das Produkt als solches wirklich, wahrlich eine gute Idee. Und dass das bei beiden abgebrochen ist, bei mir und auch bei dem unbekannten, netten Menschen, der mir das geschickt hat, ist doch eigenartig. Und die anderen Informationen, die ich so eingeholt habe, ja, vielleicht schreibst du mir auch einen Kommentar. Hast du die? Hast du die auch verwendet? Also das ist wichtig. Nur haben. Hast du sie verwendet? Sind die auch bei dir abgebrochen? Was ist deine Meinung dazu? Schreib uns da was dazu, das würde mich interessieren. Vom Abarbeiten, ich meine, aber gut, das ist ein Notfalltool. Da geht schon einiges an Material runter. Ja, also das merkt man schon. Ein paar tausend Mal glaube ich nicht, dass das spielt. Aber ich sage es noch einmal. Eine Notfallausrüstung, die ich dabei habe, dass ich Feuer machen könnte, wenn ich müsste, wenn, sofern ich den passenden Zunder dabei habe. Aber das ist sowieso immer ein Problem. Wenn dich das Thema Survival-Techniken, Überlebenstechniken in der Natur interessieren, dann schau auch bei meinem Survival-Mentor-Programm billige Eigenwerbung vorbei. Da gebe ich da unten den Link, oder? Schau da eines meiner Bücher an, die 10 Survival-Regeln oder 600 Survival-Tipps. Auch da findest du viele Informationen. Daumen nach oben oder nach unten, ganz wie du magst bei dem Video. Schreib mal bitte einen Kommentar, ein paar andere Videos zum Anschauen. Bis bald und ciao.